Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen frischen Runde Salon Dark im Story-Modus. Tja, im letzten Part haben wir nur noch tatsächlich ein bisschen Holz sammeln können. Beziehungsweise wir haben ja sogar die Bücher, die wir auf der Suche nach dem Holz, die wir noch gefunden haben, die haben wir da auch schon mit reingelegt. Und siehe da, es hat sich doch ein bisschen schon bemerkbar gemacht. Aber ich vermisse nach wie vor noch immer das Beil, beziehungsweise die kleine Axt. Aber was wir noch finden konnten im letzten Part, ist doch tatsächlich ein schöner Schlüssel von dem Bankmanager und für einem Schließfach, der sich ebenfalls in der Bank befinden soll, wo ich fest der Meinung bin, diese ganzen Bankschließfächer werden wohl hinter diesem komischen Tresortür sein. Ich glaube, wir müssen erstmal den ollen Wolf umgehen. Und mein Plan war jetzt eigentlich... Oh, guck mal hier. Mein Plan war jetzt eigentlich, mit euch zusammen zu diesem Häuschen zu gehen von dem Bankmanager. Ich glaube nämlich, das ist dieses Häuschen, wo halt zugeschlossen war, wo wir nicht reingekommen sind. Ich hoffe, ich liege mit meiner Vermutung da richtig. Das wäre nämlich... Alter, ich höre die ganze Zeit hier irgendwelche Schritte, ey. Das ist krass manchmal. Ja, und natürlich freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei einer neuen, frischen Runde. Und siehe da, wir finden doch tatsächlich noch immer wieder ein paar Stöcker. Das ist doch ganz gut. War das nicht hier vorne gleich? Wo ist denn der Wolf jetzt? Wo ist denn jetzt der? Wo ist der weitergezogen? Ich glaube, den konnten wir ganz gut. Oh, Alter! Scheiße! Ich musste jetzt hier schnell rein. Alter, der Affe! Scheiße, Mann! Okay, hier haben wir auch noch ein bisschen Zeitung. Ich muss nur zusehen, dass ich hier wieder auch so langsam mal wegkomme, ne? Weil es wurde langsam wieder dunkel. Ich hab mich der, da hatte ich mich nämlich auch noch mal kurz hingelegt, auf Ohr gehauen. Haben wir hier nicht noch irgendwelche Sachen, die wir kurz machen können? Hier ist nichts, nichts. Verdammte Axt, ey. Wir können hier... Toaster, ja, den kannst du höchstens zerlegen. Da brauchst du ebenfalls die Säge wieder für. Sind hier noch... hier sind wir hier schon alles abgegrast. Wir haben auch noch keine Laterne und nichts. Das ist ein bisschen... Ja, ein bisschen scheiße gerade halt für uns. Hier waren wir auch schon überall bei, ne? Ist die Toilette? Ja, ebenfalls schon leer. Wir waren überall schon gewesen. Weitestgehend. Also hier ist nichts mehr zu holen. Ist hier irgendwo noch eine Hintertür oder so? Ich möchte jetzt nämlich nicht noch den Wolf wieder direkt in die Arme laufen. Leer, leer. Hier waren wir überall schon dran, ne? Wo ist denn jetzt hier die Haustür gewesen? Da. Ich hoffe, wir können jetzt hier ganz locker flockig raus. Nicht, dass der hier wieder kommt, ey, jetzt gleich. Dann sind wir doch ein bisschen am Arsch, glaube ich. Wir haben nämlich keine Medikamente und nichts, ne? Lass ihn bitte weg sein. Bitte, 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 bitte. Los, schließ auf! Nun! Oh, Alter! Alter Schwede, scheiße! Wo ist der denn? Ich sehe den gar nicht, wenn wir rausgehen. Alter! Oh, hier kriegen wir... Ich brauche dafür auch das Beil. Ey, ich kriege doch niemals das Holz zusammengesammelt hier. Aber wir sind jetzt tatsächlich doch in dem Haus von dem Bankmanager. Nimm doch mal die Büchse. Vielleicht finden wir ja hier irgendwie eine Axt oder so. Oh, der scheint auch einen Hund hier abzuhaben. Oder eine Laterne wäre cool. Laterne und ein Beil. Das wär der Hammer. Oh, ein Dosenöffner. Weiß ich gar nicht, ob wir den schon haben. Mikrowelle leer. Ja. Kannst du wieder zumachen. Was liegt da hinten noch? Kräutertee? Was hat er noch schön im Kühlschrank?
Nichts. Die Frierschrank? Nichts. Is it food or? Okay, Hering, ja, nehmen wir mit. Wir nehmen das einfach erstmal alles mit. Wenn nicht, Kissen. Na, kriegst du nur Stoff raus, ne? Tisch. Du brauchst für alles die Axt. Was sagt eigentlich, das gibt. Okay, ein bisschen können wir noch. Da liegt noch ein bisschen Holz. Kanonenofen. Haben wir hier noch was drin? Das ist ja alles, was wir haben, ne? Kannst du nicht. Du kannst dir nicht mal was mit rausholen. Stuhl. Den können wir kaputt machen. Ja, den kriegen wir mit der Hand kaputt. Oh, jetzt wird's aber dunkel. Scheiße, ey. Wir müssen hoffen. Ja. Wir müssen hoffen, dass wir jetzt hier vielleicht noch irgendwo mal wenigstens schnell ein Bett finden oder sowas. Komm schon. Da ist ein Bett. Ja, Leute, was soll ich machen? Wir müssen uns hinlegen. Am besten. Komm, wir ziehen gleich voll durch, 12 Stunden. Dann werden wir höchstwahrscheinlich total den Durst haben gleich, aber. Vielleicht ist es ja denn schon wieder. Nein, noch nicht. Okay, erstmal was trinken. Das Schlechteste. Der hier. Nein! Ich will. Oh! Abbrechen! Mann, ich wollte was trinken, hier! Ah, dass ich auch nie richtig gucke. Mann, ey! Hat das gereicht? Hundefutter, Hundefutter, Hundefutter. Das Wasser, das ist nämlich eigentlich Quatsch, wenn ich das jetzt schon trinke, ne? Das hat ja anscheinend irgendwie auch immer 100%. So, jetzt können wir dann noch den Rest Wasser trinken. Dann hauen wir uns noch was zu futtern rein. Ich würde sagen, wir essen das hier auch einfach. Alter, das ist der komplett auf. Der merkt gar nicht, wa? Dann hauen wir uns noch die Crackerin. Mann, was der Knast haben muss, war der Typ. So. Dann mal schauen, ob wir hier nochmal ein bisschen. 2 Stunden? Ja, super. Wir können nochmal 2 Stunden schlafen und dann sollte es doch eigentlich wieder hell sein, oder? Die Sonne ging doch schon wieder auf. Komm schon. Ja, super. Genau so hab ich mir vorgestellt. Läuft doch. Läuft doch. Zeitungspapier. Schublade. Okay, hier haben wir nochmal eine Limo. Hier ist auch nochmal eine Schublade. Nachttischschrank. Oh, guck mal. Aha. Banktresorcode. Geil. Na, jetzt geht's los. Das heißt, wir werden gleich nochmal, wenn wir dann wieder nachher zurückgehen, wenn wir gleich nochmal zur Bank ran und erstmal gucken, was hinter dem Tresor ist. Ah, komm, das brauche ich jetzt nicht mehr. Was sagt, das Gewicht geht noch. Ich will jetzt auch nicht mehr zu viel Ramsch hier mitnehmen. Nein, brauchen wir nicht. Das ist alles. Doch, warte mal. Ich glaube. Mensch! Ich glaube nämlich. Die können wir noch anziehen, die Socken, ne? Genau, haben wir 2 Paar Socken nämlich an jetzt. Das eine Paar ist jetzt zwar nicht mehr so gut, aber. Wir haben sie auf jeden Fall erstmal. Wir haben sie an. Können wir ja mal mitnehmen. Vielleicht hält der uns ja auch ein bisschen wärmer. Hier ist nochmal ein Kleiderschrank. Walter Parker. Da sind nochmal Laufschuhe. Was haben wir jetzt überhaupt für eine Schuhe an? Achso, ne? Können wir den Parker jetzt noch anziehen? Was hat denn der Pullover? Okay, der ist eh schlechter, ne? Der hätte ein bisschen mehr Schild. Der ist jetzt nicht schwerer und nischt. Eigentlich brauchen wir den dann noch nicht, ne? Ach. Wir können den aber auch noch anziehen, okay. Na, da wusste ich ja jetzt nicht. Das, meinte ich ja jetzt gerade eigentlich. Okay, der Parker ist jetzt aber auch nicht besser, ne? Aber was hat denn der? Der hat 80%. Und der hat 100. Ich denke mal, wenn der auf 100 ist, ist der doch schon besser, oder? Der Parker? Ich weiß es nicht. Na komm, wir lassen ihn jetzt erstmal hier.
Die Hose, die Cargohose. Ach, die hat sogar 100%. Na, dann ziehen wir die natürlich an. Zack. Habe ich jetzt. Ausziehen. Aus. Jetzt habe ich zwei Hosen an. Ja. Zwei Hosen habe ich jetzt. Jetzt ist uns auch wärmer. Okay, mehr haben wir jetzt hier aber nicht. Okay. Super. Super, 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 super. Das ist gut. Das ist doch schon mal gut. Schade, dass wir noch keine Axt haben. Da, hier brauchst du nämlich das Beil für alles. Hier haben wir schon reingeguckt. Weiter, was war ich hier auch gar nicht, ne? Es ging hier nirgendwo hoch, ne, oder? Ach, im Bad waren wir noch nicht. Wasser nehmen wir natürlich mit wieder. Alles. Jo, haben wir. Hier scheint nichts weiter zu sein. Hier haben wir noch ein kleines Schränkchen. Nichts Zeug, ne? Das ist auch gut. Ist ja besser als nichts. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir... Hätten wir da vielleicht sogar Stoff reinstopfen können bei der alten Frau? Jetzt sollte der Wolf doch weg sein, oder? Wir haben ja jetzt hier auch schon gepennt. Der kann doch jetzt nicht die ganze Zeit hier warten, bis wir wieder rauskommen, oder was? Das wäre ja ein bisschen hart gerade jetzt. Wenn der jetzt immer noch hier ist. Hoffen wir mal nicht. Okay, es scheint. Es scheint alles ruhig zu sein, okay. Vielleicht noch irgendwo Holz, ey. Holz, Holz, Holz. Ich bin ja jetzt total neugierig und gespannt auf die Dings, ne? Auf die Bank. Waren wir hier schon drin? Scheiße, ich weiß das alles gar nicht, ey. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Ich bin so neugierig, Alter. Auf die Bank jetzt da. Jetzt haben wir auch noch den Code bekommen. Ist das geil, Alter. Macht Urspaß gerade, Leute. Ganz ehrlich. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch Spaß habt. Wenn ja, dann schreibt es mir doch ganz gerne mal in die Kommentare, was euch hier so besonders gefällt. Was ich vielleicht selber auch noch ein bisschen schöner machen könnte. Gestalten, wie auch immer. Zunder, ja, ich weiß nicht, ob wir das da auch mit reinpacken können. Das ist ja halt die Frage. Aber wir haben ja hier noch ein paar Zeitungen und so wird alles. Hier steht noch ein Radio. Sonst war hier nichts weiter, ne? Was haben wir da noch? Das ist einfach nur so, okay. Metall, hier ist alles aus Metall. Die Stühle und so was, also die Regale, das ist... Karton, ja komm, mach alles kurz, was soll's. Wir sind ja eigentlich relativ gut ausgeruht. Ne, mehr ist jetzt hier nicht. Gehen wir mal zum Tresor. Halt! Stapel Papier nehmen wir nochmal mit. Jetzt gehen wir nochmal zum Tresor. Ach so, aha, jetzt geht das tatsächlich. Lass mich doch einmal schauen. Wo kann ich das jetzt nachgucken? Steht das jetzt hier? Nein. Wo habe ich denn jetzt denn die Nummer? Aha. Ah, hier wahrscheinlich, ne? Was ist das denn? Ach so, der Koffer von ihr. Im Sturm verirrt. Hier. 19:30:08. Okay. Wollen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen, wa? 19. 30. 30. Und die 8. Alter, geil, komm schon. Jawohl. Öffnen. Da sind die Schließfächer. Und wir haben die ja schon, wie wir wissen, die Nummer 7. Alter, geil. Erstmal durchsuchen wir hier das Zeugs natürlich nochmal ein bisschen. Papier, Papier, Papier. Überall Zeitung drin hier. Leer.
Was ist das hier noch? Ein Karton, machen wir kurz. Ein Buch, ja. Das ist alles Zeug zum... Nein. Zum Verheizen. Für die alte Frau. Wo wir noch nach wie vor immer... Sammeln, sammeln, sammeln. Okay, was ist das hier oben noch? Nichts. Hier waren wir schon dran. Ne? Wo ist denn die Nummer 7? Ach, hier sind sogar manche auf. Ach so. Ach, guck mal. Für manche brauchst du gar keinen Schlüssel. Okay. Da sehe ich schon die Nummer 7. Bargeld. Die Nummer 7 nehmen wir ganz zum Schluss. Ein Buch, ja. Ist alles gut, freut mich drüber. Jetzt momentan jedenfalls. Die Bücher. 10, ach, da waren wir schon. Ah, hier die 13 ist ebenfalls noch zu. Papier, was haben wir hier noch? Die 18. Die 15 ist auch noch zu. Und die 20 auch. Wir haben jetzt die 7. Die 7. Bargeld, Signalpatrone, noch eine. Das war's aber. Okay, wir haben jetzt noch die 13, die 15, die... Und die 20, ne? Liegt da richtig? Ich glaube ja, ne? Die 13 ist noch zu. Die 15 und die 20, okay. Ah, schade, ich habe mir jetzt hier doch tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Aber das heißt wohl, wir finden hier noch mehr. Hier haben wir nochmal eine Zeitung. Alles, was wir jetzt verbrennen könnten, nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich das ganze Geld verbrennen sollten. Hier haben wir nochmal ein Buch. Aber das war im Moment eigentlich auch, ne? Antiseptikum, haben wir das bei? Wir haben es bei, aber ich glaube, ich nehme trotzdem nochmal ein Fläschchen mehr mit. Nur für den Fall der Fälle. Und gehen jetzt nochmal gucken, ob wir jetzt doch vielleicht tatsächlich schon genügend Holz zusammen haben. Das wäre ja super, wäre das ja. Das heißt, das müssen hier noch mehr Häuser sein, wo sich halt Schlüssel drin befinden. Nur halt wegen den Schließfächern. Meine ich jetzt mal so. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was wir jetzt hier schon zusammen haben. Wie wir das denn jetzt hier noch mit reinpacken? Ich krieg sogar das Geld jetzt damit rein. Scheiß doch der Hund drauf. Zack, zack, zack. Hier haben wir nochmal alles. Die Stöcker ebenfalls. Hier ist noch ein Buch. So, okay, was sagt dann jetzt? Ja, wir haben es geschafft! Geil! So, was sagt jetzt die Mutter? Wie stark... Ach, ja, da steht's da sogar. Ja, okay. Ja, haben wir gemacht. Und jetzt sollen wir wieder hin zu ihr, oder wie? Vermutlich, ne? Und dann wird sie wahrscheinlich ja, wie ich schon mal sagte, in irgendeinem Part, dann wird sie ja vermutlich wieder ein bisschen mehr preisgeben von dem, was hier eigentlich passiert ist. Und was ja eigentlich noch viel wichtiger ist, warum sie hier ist überhaupt. So, the outsider returns. You're already doing better than the others. You found the fuel. But did you find any answers? All I've found are wolves, bad weather, and an empty town. It's just as I told you. They're all gone. Okay, das war's jetzt also. Jetzt hat so ein bisschen was von sich preisgegeben, wieder von wegen, die sind alle fort. Wie sie eigentlich schon sagte zu uns. Wir können jetzt hier nach wie vor auch nichts machen, ne? Schade.
Können wir nicht nochmal jetzt so mit ihr reden? What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, scarf with birds on it. Possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices, and I couldn't get them back. Never mind. You did well with the fuel. Now do the same with food, or I won't last the winter. Okay. Surrounded by snow, nothing to drink. Ach du Heiliger, das auch noch. Was? Oh, die Speisekammer sollen wir jetzt auch noch auffüllen. Na, herzlichen Glückwunsch. Was können wir dafür alles benutzen? Ach, das ist optional. Mhm. Ach, die Tankstelle haben wir doch schon gesehen, ne? Sammeln Essen für die saure Mutter. 8000. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert. Okay, das ist aber halt unser weiteres Vorhaben momentan. Wir können hier auch nach wie vor immer noch nichts machen. Wo ist denn der Kühlschrank? Hier. Ja, da kannst du jetzt tatsächlich ran. Lebensmittel sollen wir jetzt reinpacken. Ich will jetzt nur mal einfach so aus Quatsch mal gucken. Was ist denn, wenn wir jetzt hier einfach mal so ein Schokoriegel reinpacken. Wie viel ist denn dann da drinne? Ach, 250. Okay, das geht aber eigentlich. Das, ja, geht eigentlich. Und, wer dann halt wissen will, wie das hier weitergeht, überhaupt, wie das hier weiter vonstatten geht, der sollte das nächste Mal wieder reinschalten, wenn es heißt The Long Dark. Ich würde mich freuen darüber. Bedanke mich wie immer für Zusehen an dieser Stelle. Und ja, sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.